Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, heute sind wir wieder im Wald und das Klärchen ist auch ein bisschen rausgekommen. Wir haben trotzdem noch ein bisschen bewölkte Situation. Ist aber nicht ganz so schlimm. Wir sind heute auf Makrotour und ich habe einen Ringblitz dabei von der Firma KNF und den ich heute mal testen, ob der genauso gut ist wie ein Aufsteckblitz und ob man damit auch Makros optimal belichten kann, fotografieren kann, das will ich heute wissen. Und wie viel für jeden Anfänger auch, das ist für mich eine, ja, erstmal drauf einstellen. Und die kann man manuell einstellen, den Ringblitz. Ich habe ihn jetzt einmal auf TTL getestet und habe ihn auch auf manuell getestet. Ich blende euch jetzt erstmal ein paar Bilderchen ein und wir hören es dann gleich nochmal. Also, ich freue mich, dass er mich ein bisschen begleitet. Bis gleich. So, meine Lieben, ja, ich habe jetzt natürlich ein paar Bilder gemacht mit den Ringblitz. Erstmal herzlichen Dank an KNF, dass ihr mir den zukommen lassen habt. Ich kann in dem Video sagen, was ich will. Also ich kann nur das Negative sagen und nicht nur das Positive. Und ich erhalte dafür natürlich kein Geld oder irgend sowas. Der ist mir zugesendet worden. Ich kann ihn testen und
Das mache ich natürlich gerne, weil auch die Makrofotografie ist für mich ein Thema, wo ich auch gerne einen Blitz einsetze. Ja, Ringblitz. Licht und Schatten, das hängt jetzt aber nicht mit KNF zusammen, sondern ich habe das Gefühl allgemein eines Ringblitzes. Das ist übrigens der Ringblitz von KNF Concept, der KF 150. Licht und Schatten. Es ist eine Frage des Einsatzzweckes. Das ist das, was ich festgestellt habe jetzt auf den kurzen Weitweg mit den paar Bilderchen. Es ist eine Frage des Einsatzzweckes. Vorteil ist, wenn ich einen gewissen Abstand habe und will das Motiv ausleuchten, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Ich brauche einen gewissen Abstand. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich jetzt ziemlich nah in die Makrofotografie reingehen will, mit Zwischenring zum Beispiel, also Zwischenring will ich hier noch draufkriegen, dann ist der Blitz einfach übersteuert, also er ist einfach zu hell. Und das liegt daran, wir gehen gleich mal die Einstellung mal hinten durch, dass ich nur bestimmte Einstellungen vornehmen kann. Ich kann ihn manuell einstellen, ich kann ihn auf der TTL einstellen, ich kann ihn kombinieren, dass er nur links blitzt, ich kann ihn kombinieren, dass er nur rechts blitzt, ich kann die Stärke links einstellen, Stärke rechts einstellen, also unterschiedlich, und ich kann nur mit hier sind zwei Hilfslichter dran, ich kann mit zwei Hilfslichtern arbeiten. Das ist eigentlich vom Grundprinzip her gar nicht schlecht. Ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, ich bin Hobbyist, ich bin kein Profifotograf, aber ich denke mal, bei Porträts ist es mit Sicherheit eine Unterstützung, wenn ich das Licht woanders kommen lasse. Ja, also nochmal woanders kommen lasse, dass ich von vorne ausgeleuchtet bin und vielleicht nochmal von der Seite, dann ist das definitiv eine Unterstützung. Ja, ansonsten, es macht auch Spaß, gar keine Frage. Es gibt Adapterringe hierzu für jedes gängiges Objektiv, also vom Durchmesser her gesehen, wo ich ihn drauf machen kann. Ich habe hier so zwei Klemmen, ja, da kann ich ihn abmachen und dann kann ich ihn einfach wieder draufstecken. Und das ist eigentlich vom Aufbau her sehr, sehr easy, ja, muss ich sagen. Auch hier ist das Kabel fix. Ja. Ich habe immer Angst, dass es dann irgendwann mal hier so einen Kabelbruch geben kann, wegen Verstauen. Es kommt in einer Tasche dabei, also der Blitz ist in einer Tasche drin. Die habe ich jetzt nicht mit, weil die Tasche ziemlich groß ist, die passt so nicht in den Rucksack rein. Wir haben Batterien hier drin, ja, die gängigsten Batterien, 4 Stück. Und das war es eigentlich auch schon. Ich kann den hier manuell einstellen, da komme ich gleich nochmal hinzu, gehen wir gleich einmal durch. So. Licht und Schatten. Wir kommen jetzt mal zu den Schattenseiten. Bei den Ringblitz ist es halt so, dass das Licht ziemlich von vorne, also es kommt ja von vorne und ich habe keine breite Streuung. So, was KNF nicht mitliefert, sind Diffusor, die ich vielleicht hier draufklemmen kann, die sind nicht dabei. Also ich habe hier, ja, hier ist ein Diffusor wahrscheinlich draufgesetzt, ja, er nimmt mir ein bisschen was ab. Aber ich muss sagen, umso näher ich an das Motiv rangehe, umso problematischer wird das. Ja? Ich muss also, wie ich das vorhin gesagt habe, einen gewissen Abstand einhalten, weil das Licht halt von vorne kommt und es wird nicht gestreut wie von oben. Der nächste Punkt, den ich dabei empfinde, ich kriege hier keinen Rhinox mehr drauf. Ja? Also dadurch, dass ich hier einen Adapterring drauf habe, draufgesteckt, habe ich keine Rhinox-Vergrößerung mehr. Das funktioniert also auch nicht. Ansonsten, er macht seinen Job. Ja? Er macht seinen Job. Er ist so nicht schlecht, muss ich sagen. Er hat seinen Einsatzzweck, aber nicht in jeder Art von Makrofotografie. So, und jetzt würde ich sagen, wir gehen uns mal die Einstellung durch. Wir gucken uns mal hinten an, was man alles einstellen kann an dem Blitz, so dass ihr eine bessere Übersicht bekommt, einen besseren Einblick habt. Ist es was oder ist es nichts für euch? So, jetzt ist also ausgeschaltet. Ich habe hier einen Knopf zum Anmachen. Ja, machen wir mal an. Und ja, ich habe auch Licht drin, auch sehr, sehr gut. Und hier habe ich jetzt meine Einstellung drin. Jetzt bin ich also im TTL-Modus und hier kann ich jetzt sagen, entweder auf der linken Seite oder auf der rechten Seite blitzt er mir. Hier sind jetzt beide eingestellt, 1:1. So, jetzt kann ich den
so einstellen, dass ich also die Blitzleistung auf einer Seite mehr mache. Ja? Das heißt, er blitzt mir auf der rechten Seite mehr wie auf der linken Seite, um das vielleicht auszuleuchten. Hier kann ich noch die Blendenstufen ein bisschen runternehmen. Ist eigentlich auch sehr, 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 sehr praktisch. Ja, ich habe damit jetzt auch damit gearbeitet, auch mit geblitzt. Und also auch wenn ich jetzt hier rumgehe, dann wechsle ich die Seite von der Blitzintensität, dass ich also auf der anderen Seite mehr Blitzlicht habe wie auf der anderen Seite. Also so kann ich das auch wechseln. Ist eigentlich sehr, sehr praktisch, dass ich das überhaupt einstellen kann. So, hier kann ich eine Lampe zusteuern. Und na, die sieht man dann hier unten. Die Lampe kann ich ausmachen, kann ich aufmachen. Ich bin im AF-Modus. Und das heißt, AF, er blitzt es dann, wenn er fokussiert hat. Und ich habe beides ausprobiert. Funktioniert eigentlich sehr gut, manuell und AF. Und hier habe ich das Hilfslicht noch drin. Heißt also, dann leuchten mir diese beiden Lampen als Hilfslicht. Und auch so kann ich dann mein Motiv natürlich ablichten. Ist eine nette Gestik, finde ich. Eigentlich sehr, sehr schick. So, dann bin ich hier im TTL-Modus drin. Und dann kann ich natürlich auch manuell Modus gehen. Und im manuellen Modus habe ich eben halt die Möglichkeit nur, ich kann nur bis 1/128 gehen. Und das ist einfach in bestimmten Situationen zu stark. Also mit einem Aufsteckblitz, den ich so habe, da kann ich das bedeutend besser einstellen. 2/56 und so weiter, 6/40 ist überhaupt kein Thema. Aber hier kann ich eben halt 1/128 und dann ist Feierabend. Dann kann ich runtergehen von der Blitzstärke her. Und jetzt bin ich bei 1/1, dann ist Schluss. Und das kann ich bei den anderen Bereich auch machen, also auf der linken Seite und auf der rechten Seite, je nachdem, wie stark der Blitz jetzt sein soll. So, wenn ich jetzt nochmal weitergehe, dann habe ich Multifunktion. Das heißt, ich kann mehrere steuern. Also auch hier kein Problem. Hier kann ich den Blitz aus- und zuschalten. Ja, ich kann sagen, blitz mir nur auf der linken Seite. Und ich kann sagen, blitz mir nur auf der rechten Seite. Auch hier kann ich die Blendenstufen runternehmen. Ja, das ist jetzt ihr seht das hier. Auch da ist bei 3 Blendenstufen Schluss. Und so, hier beide Tonner. Und hier nehme ich dann die Blendenstufen für beide hoch und runter. Also von den Einstellmöglichkeiten ist da schon eine Menge geboten. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ja, das hat man schon. Und so kann ich ihn einstellen und dann kann ich ihn wieder ausmachen. Ja, wie gesagt, es ist Licht und Schatten. Ich bin mit dem Makroobjektiv auch ziemlich nah an so ein Motiv mal ran. Und dadurch, dass ich ihn begrenzt halt einstellen kann, ist das Licht eben halt zu stark. Es ist übersteuert. Das ist natürlich nicht ganz so prickelnd. Also da hätte ich mir eine bessere Einstellvariante doch eher gewünscht, dass ich den so einstellen kann, wenn ich gerade mit Makro relativ nah an so ein Objektiv, an so ein Motiv dran gehe, dass ich eben halt die Blitzintensität mindern kann, weil der Blitz kommt von vorne. Ein Aussteckblitz in den anderen Videos, was ihr von mir gesehen habt, dann kommt der Blitz von oben, er ist gestreut. Und wenn das Licht gestreut ist, dann kann ich natürlich sehr, sehr nah rangehen und dann habe ich eben halt das Phänomen, dass ich auch mit Rhinox arbeiten kann und das Motiv ist wunderbar ausgeleuchtet, weil eben halt der Blitz von oben kommt und er streut sich. Bei den Ringblitz ist es halt anders. Ja? Er streut nicht, sondern er kommt von vorne. Und das ist ähnlich, ich vermute das ähnlich wie beim Godax-System. Wenn ich hier zwei Sachen, einen Blitz hier habe und einen Blitz hier habe, dann ist der auch von vorne. Dann habe ich halt nur so einen gewissen Abstand, muss ich wahren. Ansonsten ist das Motiv einfach überblitzt.
Und das Phänomen habe ich nämlich halt hier bei den Ringblitz auch. Ist es eine schöne Erweiterung? Ja. Macht er seinen Job? Ja. Man muss natürlich wissen, wo setze ich den Blitz natürlich ein. Und bei einer normalen Makrofotografie, wenn ich jetzt so einen Abstand habe, ja, oder so einen Abstand habe, dann ist es okay. Dann kann ich das wunderbar ausleuchten. Ich denke mal, bei einer Porträtfotografie kann ich das auch machen. Und wenn ich halt zu nah ran bin, dann ist das Licht einfach zu stark. Das muss man halt wissen, wenn ich so einen Blitz mir zulege. Ihr findet unten in der Beschreibung einen Link, wie gehabt. Ihr kriegt natürlich Rabatt. KNF hat, hat mir für euch einen Rabatt gegeben. Wenn ihr euch ihn zulegen wollt, müsst ihr selber entscheiden. Ihr habt die Bilder jetzt gesehen oder ich blende sie euch nochmal ein. Ich sage auch was zu den Bildern. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Video wieder. Und bleibt mir schön gesund. Ich werde jetzt auf dem Rückweg noch ein bisschen Makrofotografie ohne Blitz machen. Ich habe Zwischenringe auch mit und werde den Blitz dann abmachen, werde nur mit Zwischenringen fotografieren. Ja, vielleicht kommen noch mal Bilder am Ende des Videos. Ansonsten bleibt mir schön gesund. Ich wünsche euch was. Alles Liebe, alles Gute. Ciao, bye bye. Euer Pierre.